Guten Tag, liebe Pöllersbande, und herzlich willkommen mal wieder zu einem Vlog bei uns auf dem Kanal. Heute geht es zu den BVB-Frauen, denn die können Kreismeister werden. Und ja, da möchte ich natürlich dabei sein und supporten und unterstützen, und euch nehme ich mit. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. So, liebe Pöllersbande, da sind wir angekommen in Bracke. Und jetzt gucken wir mal, wo ich hier rein muss. Wie gesagt, heute findet das Spiel am Trainingsgelände statt und nicht in der Jugendakademie und auch nicht in der Roten Erde. Und ja, ich melde mich dann gleich aus dem Stadion wieder. So, liebe Pöllersbande, ich bin angekommen am Gelände. Und Borussia Dortmunds Damen spielen heute gegen Yildiz Derne. Und das wird auf jeden Fall mal ein bisschen supported. Und wie gesagt, heute können sie Kreismeister werden. Und ich drücke die Daumen, dass sie es auch werden. Bin sehr gespannt und wurde auch gerade schon fleißig angesprochen. Vergiss den Vlog nicht, vergiss das Video nicht. Und das vergesse ich natürlich nicht. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your f***ing loud. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. So, liebe Pöllersbande, das Spiel geht jetzt gleich los und ich werde mir mal einen Platz suchen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie gesagt, gegen Yildiz Derne. Und ja, wie gesagt, mit einem Sieg ist auf jeden Fall die Meisterschaft klar gemacht und die Marschroute der Fans auch ganz klar. Deutscher Meister wird nur der BVB. Wir werden mal gucken, ob es so ist, ob Borussia Dortmund Deutscher Meister wird. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir noch einen freien Platz kriegen. Und dann werden wir schon weitergeschickt, liebe Leute. Aber ich werde auf jeden Fall noch einen kriegen. Und ja, dann mal gucken, ob wir sitzen oder ob das Spiel so spannend ist, dass wir hier 90 Minuten stehen und Vollgas geben für Borussia Dortmund. Ja, vielleicht hole ich mir noch was zu trinken, aber jetzt gucken wir erstmal, ja, was hier so abgeht. Thank you.
Zum 1:0 die 11. Vanessa Heim. In Minute 11 ist es unsere Nummer 11. Zum 2:0 die Torschützin Vanessa Heim. So, jetzt gleich ist Halbzeit. Ich muss mir jetzt natürlich mal eben schnell was zu trinken holen. Borussia Dortmund führt 2:0 durch zwei Tore von Vanessa Heim. Und ja, das sind dann schöne Heimtore, die wir hier gesehen haben bisher. Borussia Dortmund lässt einiges noch liegen, muss man sagen. Also Chancen für mehr Tore definitiv da. Ein ganz gutes Spiel vom BVB. Ayildiz aber hält gut dagegen, muss man sagen. Und auf jeden Fall ein gutes Kreisligaspiel, was wir hier sehen. Ja! Also, liebe Leute, diesmal nicht von der Tribüne in der zweiten Halbzeit. Borussia Dortmund dreht jetzt ein bisschen auf. Während es zur Halbzeit noch 2:0 stand, steht es jetzt 5:0. Und damit sollte doch erstmal die Kreismeisterschaft fix sein, oder? Die Meisterschaft ist auf jeden Fall gesichert, würde ich sagen. Aber ich habe gehört, dass ihr unter Umständen noch gar nicht aufgestiegen seid, weil das noch gar nicht klar ist, weil es da irgendwie noch nicht sicher ist, welche Mannschaften absteigen. Genau, es gibt ja zwei Gruppen halt für die Kreisliga. Ja. Und wir müssen halt noch ein Entscheidungsspiel machen gegen die andere Gruppe, gegen den ersten. Unter Umständen, glaube ich. Unter Umständen. Ne? Also genau. Je nachdem, wer absteigt oder genau, nicht, also das ist noch ein bisschen unklar alles. Ist unklar, wir wissen. Aber Kreismeisterschaft, wie viele Saisonspiele habt ihr denn noch jetzt danach? Weil das ist ja die vorzeitige Kreismeisterschaft, ne? Drei. Drei habt ihr noch? Drei. Ja, einer geht noch rein.
Du warst im Urlaub, ne? Ja. War es denn schön? War sehr schön. So, aber du hättest auch gerne gespielt, oder? Ich hätte sehr gerne gespielt, natürlich. Aber deine Vertreterin gibt sich da ja auch keine Blöße, ne? Also bisher also, schön zu null. Genau, so soll das sein. Da und Lena macht er da ordentlich. Und jetzt hört man es endlich mal wieder. Deutscher Meister wird nur der BVB. Lange nicht gehört, aber jetzt ist es so. Ja, ansatzweise. Ja, ihr Frauen, ihr macht das. Irgendwann werden wir Deutscher Meister. Ja, das sowieso. Und jetzt erstmal Kreismeister. Erst Kreismeister. Gästin von Aiel Lisbjerne, das Spielfeld verlassen hat, die 16 Alena Bilgic, neu dafür jetzt die 23 Michelle Marie Adamski. Und in der eine Minute später, Entschuldigung, dann bedanken wir uns mal bei unserer 17 Annika Billig. Jawohl! Ich bin hier, ich bin hier! Neu dafür jetzt die 19 Lea Rogge Herford. So, liebe Pöhlersbande, das Spiel läuft noch, aber wer ist natürlich auch am Start? Die liebe Emma, die supportet natürlich wie immer und ich finde, sie sieht heute besonders schön aus. Oder was sagt ihr? Ja? Also gerne mal auf das Video bei YouTube einen Daumen nach oben, alleine schon für Emma. Come on.
Okay. Ist okay. Also da muss ich sagen, Freunde, da bin ich doch mit meinem iPhone mindestens so gut aufgestellt wie die Leute vom BVB selber, oder? Ja. So, liebe Pöllersbande, keine Ahnung, ob man was sieht oder nicht, weil ich bin sehr geblendet von der Sonne und das liegt natürlich daran, dass Borussia Dortmund Kreismeister geworden ist. Jawohl. Spiel ging, wie ging es jetzt aus? 6-0? 6-0, ja. 6-0, ja. Ja, 6-0 ging es aus. Irgendwann habe ich nicht mehr mitgezählt und soweit kann ich ja auch gar nicht zählen, wie ihr wisst. Und also es war wirklich richtig cool, hat Spaß gemacht, Glückwunsch an die Mädels. Aber obwohl sie Kreismeister geworden sind, sind sie noch nicht aufgestiegen. Es gibt zwei Kreisligen und entsprechend muss da noch ein Entscheidungsspiel her am 25. Mai und das werden wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Von daher, ja, wenn euch der Vlog gefallen hat, natürlich Daumen nach oben, Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat, Glocke aktivieren, verpasst ihr nichts mehr und ich mache mich jetzt auf den Heimweg und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis dann. Tschüss.